Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Im letzten Part haben wir endlich Kyogre gefangen und der liebe Troy hat uns gebeten, den letzten Orden zu holen. Und das werden wir in diesem Part auch machen, aber zuerst möchte ich gerne ins Pokémon Center, wenn ich weiß, wie ich da hinkomme. Okay, ich will mir zuerst mal ein Sobeerus nicht. Warte, jetzt gehe ich erstmal zum Pokémon Center. Hier ist so ein Typ. Oh, aber du bist doch der Junge, der Höhlen vor dem Untergang bewahrt hat. Worte reichen nicht aus, um dir meinen Dank auszudrücken. Ich verspreche dir, die restlichen Lebensjahre, die mir noch vergönnt sind, bis zu meinem letzten Atemzug zu genießen. Ich werde jeden Augenblick auskosten. Oh. Wie nett. Theoretisch könnte ich jetzt alle Häuser durchsuchen, aber ich glaube, das mache ich erst im nächsten Part. Oh, oh, sag nichts. Dein Gesichtsausdruck sagt mehr als 1000 Worte. Du hast Xenoblade gerettet, stimmt's? Vielen, vielen Dank. Keine Ursache. Ja, ich gehe die Häuser erst nächste Woche im nächsten Part abgucken und draußen wird gerade, Staub gesaugt. Ich hoffe, das hört man nicht. Aber jetzt werde ich den Orden machen. Oh, ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. Haben wir heutzutage keine Ruhe mehr. Aber zuerst gehe ich zum Pokémon Center. Zu Pokémon Center. Meine Pokémon sind ziemlich angeschlagen und ich möchte gerne ein Pokémon in mein Team holen. Ein bestimmtes Pokémon sogar. Oh, na, komm schon. Lal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 
Vorhin hat es aber geklappt. Ach, YOLO. Na ja, klar. Enteron. Ja, komm schon. Ich werde es schaffen. Ich werde oben zum Ziel kommen. Ich werde zum Ziel kommen, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Kampf. Gigasauger. Oh, warum ist es schneller als wir? Wir haben doch diese Flinkklaue. Komm schon, Flinkklaue, wirke. Er hat nicht. Aua. Das hat weh. Blödes Enteron. Weiterkämpfen. So, bitte, Blubella, greif jetzt das erste an. Oh, danke. Danke. Oh, kein One-Hit-Kill. Ach so, Amnesie ist in Ordnung. Amnesie ist total in Ordnung. Amnesie ist total in Ordnung. Solange du mir nicht meine KP senkst, alles in Ordnung. Alle gute Trainer sind hier bekanntlich drei und ich hoffe, dass einfach mal beim nächsten Mal klappt, wenn wir nicht die ganze Zeit kämpfen beschäftigt wären. Warum tut ihr mir das an? Oh Gott, dann Pflanzenwasser, Pokémon, Nemo. Oh, Säure. Danke, Flinklauer. Das ist ja überhaupt nicht effektiv. Okay, es war sehr effektiv, aber wenig abgezogen. Ja gut. Ist klar. Und dann nochmal Säure. Danke, Flinklauer. Das ist sehr effektiv, sieht aber nur wenig ab. Es fängt an zu regnen, ja toll. Kampf. Gigasauger. Mach mir nicht nah. Kommst du, Blubella? Danke, Blubella. Und du bist wieder vollkommen geheilt. Ohne einen einzigen Trank zu verschwenden. Schön. Trotzdem will ich das Rätsel jetzt lösen. Bitte keine weitere Kämpfe. Danke. Ja gut, was soll ich hier sagen? Ja, nee, ist klar. Da kann ich natürlich vorbeilaufen. Okay, wie stelle ich das jetzt am besten an? War doch ganz so schwer. Wie schafft man dieses Rätsel jetzt hier? Konzentration. Boah, war doch gar nicht so schwer. War eigentlich theoretisch total einfach. Warte.
Ja, ich möchte zuerst sichern, obwohl ich gerade Beute gesagt habe, aber okay. Dann tausche ich erstmal die Pokémon. Da kommt erstmal Pikachu wieder an erster Stelle. Und dann einfach nur, weil ich es kann. Ich mach dich fertig, Vasili. Ach, mach dich fertig. Erlaube mir, dass ich mich dir erneut vorstelle. Ich heiße Vasili und bin der Arenaleiter von Tsernobyl. Irgendetwas an deiner Ausstrahlung ist anders als zuvor, aber ich kann nicht erkennen, was. Oder besser gesagt, erklären. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich frage mich, was sich in der Urzeithülle ereignet hat und welche Rolle du dabei gespielt hast. Ich habe kein Okre besänftigt und gefallen. Das ist, was passiert ist. Vielleicht wird mir unser bevorstehender Kampf etwas mehr Aufschluss darüber geben. Ich habe dir überhaupt nicht zugehört, also zeig mir mal, wozu du und dein Team fähig seid. Im Gegenzug wirst du Augenzeuge der einmaligen Wasserillusion von mir und meinem Pokémon. Ja, gut, man kann es auch übertreiben. Vor allem mit einem Hibiskus. Vor allem mit Hibiskus. Wow, 5 Pokémon, ja gut. Welches Level? 55. Donnerblitz. Dann haben wir mit der Sache schon ausgebadet. Das wäre schon 1:0 für mich. Wässer ist Wasserboden. Oh, ich greife trotzdem mit Pikachu an. Ja, stimmt. Wegen dem zweiten Bodentyp ist es ja nicht sehr effektiv dagegen. Und das ist meine einzige Chance, dass Pikachu das noch gewinnen kann. Vorbei. Komm, Kyogre, it's your turn now. Tja, das wird jetzt ein OP-Kampf für mich. Ich bin heute mal unfair. Der unfaire Kampf. So. Ursprungswoge. Bye. Oh, weiterkämpfen. Ich möchte gerne weiterkämpfen. Und nochmal Ursprungswoge. Bye. Tja, dieser Kampf ist voll unfair, aber das fühlt sich mal gut an. Blubbella, das 48. Schön, schön, schön. Oh, ich möchte gerne weiterkämpfen. Ich habe jetzt auch gerade so einen guten Lauf. Und nochmal. Ursprungs. Wow, Golking hat's drauf. So. Oh, Kaoka, ich bin so stolz auf dich. Du bist voll OP. Oha. Ach, Body Slam. Wieso war mir das klar? Wieso war mir das klar? Mio. So. Und dann nochmal Body Slam. Ach, Kaskade. Kaskade kann mich mal. Oh. So. Da bleibt ja nur noch ein einziges Pokémon. Das macht mal Blubella. Das macht Blubella, Blubella, Blubella. Kampf und Gigasauger. Beende den Kampf. Oh je. Oh je. Oh puh. Gut gemacht, Blubella. Hast es noch überlebt.
Und die Hälfte ist abgezogen, die Hälfte ist abgezogen. Du musst nur den nächsten Einstrahl überleben. Oder so. Oder so. Ich bin stolz auf dich, Gobella. Wie bitte? Wie bitte? Da war noch ein KP. Ja gut, hab ich gesagt. Komm schon, Bella. Volltreffer, please. So. Danke. Warum nicht gleich so? Wäre natürlich so einfach gewesen. Latias erreicht Level 46. Du bist bitte ein Schutzteiler. Durch Psychokräfte werden Verteidigung und Spezialverteidigung des Anwenders und des Ziels addiert und in zwei gleichen Hälften geteilt. Ja, nein. Nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Firepower erreicht Level 48. Seerose erreicht Level 48. Kaokra erreicht Level 46. Du besiegst Vasili. Beeindruckend. Du hast mir auf eindrucksvolle Weise vor Augen geführt, was für ein hervorragender Pokémon-Trainer du bist. Ich bin froh, dass ich die Bekanntschaft von dir und deinem Team machen durfte. Du bist ein würdiger Trainer des Schauerordens. Hier bitte, nimm ihn an dich. Mit dem Schauerorden gehorchen dir alle Pokémon. Schick. Ach. Und nimm auch dies als Andenken an unseren Kampf. Hier, bitte sehr. Eine VM, Cascada. Bei der VM-Attacke, Cascade, donnert der Anwender mit der Wucht eines Wasserfalls in seinen Gegner. Sie ist also sehr mächtig, aber auch elegant. Denn manchmal lässt sie das Ziel dazu noch zurückschrecken. Nun, da dir der Schauerorden verliehen wurde, kannst du mit Cascade außerdem auch tosende Wasserfälle erklimmen. Und jetzt gabelt sich vor dir der Weg. Du selbst musst entscheiden, welche Richtung du einschlägst. Du könntest zum Beispiel dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Wenn du alle Orden der Höhenregion gesammelt hast, wird dich dein Weg früher oder später dorthin führen. Wenn dies dein Wunsch ist, nimm Kurs auf die Insel Prachtpolis am östlichen Rand der Höhenregion. Oder aber du versuchst, so viele Pokémon wie möglich zu begegnen, um deinen Pokédex zu vervollständigen. Gerüchte zufolge hat Professor Burke aus Wurzelheim ein Update für den Pokédex vorbereitet. Wenn du ihn einen Besuch abstattest, gewinnt deine Suche nach neuen Pokémon sicher neue Dimensionen. Aber egal, welchen Weg du einschlägst, ich hoffe von ganzem Herzen, dass er dich in deine strahlende Zukunft führen wird. Und an dieser Stelle sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Alpha Saphir.